Hallo? Ich bin Julia Reeder. Ich bin Spitzenkandidatin der Piraten für die Europawahl. Wir sind heute hier, weil sich gerade überall in Europa ein Protest formiert. Da formiert sich ein Protest gegen die menschenverachtende Politik der Abschiebung. Eine Politik, die Grundrechte von Geflüchteten mit Füßen tritt. Wir sehen viele Formen dieses Protestes und der Solidarität in ganz Europa. Da ist einmal die private Unterbringung von Asylsuchenden, die teilweise selbst in die Illegalität getrieben wird. Da ist der direkte und aktive Widerstand gegen Abschiebung, die wir unterstützen. Und da sind die selbstorganisierten Streiks und die Mahnwachen von Geflüchteten hier in Frankfurt, in Berlin und in vielen anderen europäischen Städten. In den nächsten Tagen wird der March for Freedom, ein Protestmarsch, losziehen von Straßburg nach Brüssel. Damit erreicht die internationale Refugee-Bewegung einen neuen Höhepunkt in ihrer beeindruckenden Geschichte. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die allermeisten Asylsuchenden den Weg zu uns überhaupt nicht erst schaffen. Sie werden aufgehalten von einem rigiden Grenzschutzsystem der Europäischen Union. Und Kern dieses Systems ist die Grenzschutzagentur Frontex. Die Grenzschutzagentur Frontex ist dafür verantwortlich, dass Menschen auf der Flucht kein sicherer Einreiseweg in die Europäische Union offen steht. Sie können ihr Recht auf Asyl in der Praxis überhaupt nicht geltend machen, weil sie Europa nicht sicher erreichen können. Die Boote von Geflüchteten werden im Mittelmeer von Frontex abgedrängt und sie werden zur Umkehr gezwungen, ohne dass geprüft wird, ob diese Menschen einen berechtigten Anspruch auf Asyl haben. Die Menschen in Seenot, denen wird nicht geholfen von Frontex, sondern Frontex bringt viele durch die Abdrängung ihrer Boote überhaupt erst in Lebensgefahr. Das muss aufhören und deshalb müssen wir Frontex abschaffen. Die Katastrophe von Lampedusa ist kein Einzelfall. Sie ist trauriger Alltag in einem System Frontex, das von der EU getragen wird. Die Europäische Union trägt für diese vielen Toten die politische Verantwortung. Der Name Grenzschutzagentur sagt ja schon, dass es da nicht um die Rettung von Flüchtlingen geht. Wir wollen keine Grenzen schützen, wir wollen Menschen schützen und deshalb gehört Frontex abgeschafft. In den 90er Jahren sind die Sozialdemokraten, die Union und die FDP eingeknickt vor einem rassistischen Mob von Lichtenhagen bis Hoyerswerda. Das Grundrecht auf Asyl wurde in Deutschland bis zur Unkenntlichkeit zurechtgestutzt und seit den 90er Jahren haben wir faktisch kein echtes Asylrecht in Deutschland mehr. Das müssen wir endlich rückgängig machen. Mit dem Dublin II-Abkommen stiehlt sich Deutschland aus seiner Verantwortung für Geflüchtete in der EU. Alle, die in der EU Asyl suchen wollen, die müssen Asyl beantragen in dem Land, in dem sie ankommen. Und Deutschland lässt die Mittelmeerstaaten mit dieser Aufgabe für die Aufnahme der Geflüchteten allein. Für die menschenunwürdige Unterbringung in den Mittelmeerstaaten, für die Inhaftierung der Geflüchteten und für die absurden Schnellverfahren, mit denen sie abgestoßen werden. Für all diese Menschenrechtsverletzungen trägt Deutschland Mitverantwortung. Und gerade jetzt, wo überall in Deutschland und in Europa Geflüchtete für ihre Rechte und ihre Menschenwürde streiten, jetzt will die Bundesregierung das Asylrecht noch verschärfen. Anstatt sicherem Asyl oder wenigstens einem fairen Asylverfahren, sollen hier auch Schnellverfahren zum Normalfall werden. Es werden immer mehr neue Gründe für die Inhaftierung von Geflüchteten erfunden und die Abschiebung wird zum Normalfall. Und wer nach Deutschland kommt, weil er aufgrund der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität verfolgt wird, der hat in der Praxis kaum Aussicht auf Asyl. Nur wer staatliche Verfolgung aufgrund der geschlechtlichen Orientierung oder Identität nachweisen kann, hat überhaupt eine Chance auf Asyl. Das geht völlig an der Realität vorbei und setzt immer mehr Menschen, die abgeschoben werden, unmenschlichen Gefahren aus. Das muss aufhören. Heute ist der internationale Tag gegen Homophobie und Transphobie. Wir Piraten fordern, dass die Verfolgung wegen der sexuellen Orientierung und Identität uneingeschränkt als Asylgrund anerkannt werden muss und dass es dafür keine Nachweispflichten jeglicher Art geben darf. Wir müssen dafür sorgen, dass Asyl in Deutschland und in der Europäischen Union wieder als individuelles Grundrecht anerkannt wird. Dublin II wollen wir abschaffen. Frontex wollen wir ersatzlos auflösen. Das ist
sind nur die ersten Schritte hin zu offenen Grenzen in Europa, hin zu einer menschenwürdigen Asylpolitik für ganz Europa. Unser aller Solidarität ist hier gefragt, denn wir müssen die Festung Europa schleifen. Dankeschön.